Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich melde mich wieder aus meinem Alltag. Ja, die Kinder sind in der Schule und ich bin hier zu Hause mit den Kleinen. Roman ist auch noch da. Ich habe gerade gefrühstückt, habe mich fertig gemacht für den Tag und werde jetzt hier gleich anfangen, meine Hausarbeit zu machen. Aber ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit. War schon lange Zeit nicht mehr zusammen gewesen. Ja. Irgendwie verfliegen die Tage so und man ist so beschäftigt mit seinen Aufgaben hier täglich und dann hat man auch sonst noch seinen Stress, den man so dazu hat und dann habe ich gar nicht geschafft, die Kamera in die Hand zu nehmen. Wir waren die letzten Tage auch ein bisschen mit Benjamin beschäftigt. Bei ihm, er hat ein verkürztes Zungenbändchen gehabt. Und wir waren beim Chirurgen gewesen und er hat das durchgeschnitten, das Zungenbändchen. Das ging ganz schnell ohne Narkose. Da er noch unter 3 Monaten ist, dann machen die das auch noch ohne Narkose. Das Problem nur dabei war, dass er das Stillen, also das Ansaugen, neu lernen musste. Und da hatten wir ein bisschen Probleme gehabt mit ihm die letzte Woche. Er hat dann immer wieder gemeckert beim Stillen, er wollte nicht richtig trinken. Es hat ihm vielleicht auch ein bisschen wehgetan, noch obwohl der Arzt meinte, er hätte keine Schmerzen. Aber er hat dann immer wieder so gejammert und mich mit der Faust so gehauen und getreten mit dem Füßchen. Also man hat gemerkt, es gefällt ihm was nicht. Und er hat wirklich ein paar Tage gebraucht, bis er sich das wieder neu erlernt hat, dieses Ansaugen und Festhalten. Das hatte er sich vorher falsch beigebracht, dadurch, dass die Zunge halt so festgewachsen war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein verkürztes Zungenbändchen. Da ist das Zungenbändchen genau an der Spitze der Zunge festgewachsen und das Kind kann diesen Druck nicht richtig aufbauen, diesen Saugdruck beim Saugen, ja. Und dann bringt es sich das Saugen falsch bei und muss es dann neu lernen, wenn dieses Bändchen eben durchgeschnitten wird. Und ja, irgendwie, normalerweise hätte man das gleich bei der Geburt machen müssen, oder beziehungsweise nach der Geburt. Aber wir haben, oder der Arzt hat ihm bei der ersten Untersuchung gar nicht in den Mund geschaut und bei der zweiten Untersuchung auch nicht und bei der dritten Untersuchung beim Kinderarzt haben wir auch nicht in den Mund geschaut. Wir waren irgendwie so mit seiner Nase und seiner Atmung beschäftigt, dass wir gar nicht in seinen Mund reingeschaut hatten. Und ich habe das auch vergessen zu erwähnen. Ich habe es gleich zwar von Anfang an mitbekommen. Ich habe es gesehen, dass das so die Zunge so festgewachsen war. Aber ich dachte, naja, das kann man irgendwann mal machen und muss jetzt nicht unbedingt sein, solange er noch so klein ist. Und ich hatte aber immer mit ihm ein bisschen so Komplikationen gehabt beim Stillen, denn er hat Ewigkeiten gebraucht beim Essen. Er hat mindestens 1 Stunde immer essen müssen, um satt zu werden. Denn er ist dadurch, dass es für ihn so anstrengend war, diesen Sog oder diesen Druck aufrecht zu erhalten, war er immer total müde und ist gleich nach 5 Minuten Essen eingeschlafen. Und so haben wir, wie gesagt, Ewigkeiten gebraucht. Ich musste ihn dann wieder wecken, dann musste er wieder ein bisschen essen, dann war er wieder total müde, ist wieder eingeschlafen, dann musste ich ihn wieder aufwecken. Und so haben wir meistens immer 1 Stunde gebraucht, nur damit er einmal satt wird, ne? Ja, und ich habe schon gemerkt, irgendwie ist das nicht normal. Ich kenne das ja von anderen Kindern eben nicht so. Die haben 10 Minuten gebraucht, dann waren sie satt. Ja. Und ja, und dann habe ich mich so ein bisschen im Internet eingelesen, was das denn sein könnte. Und ja, dann kam ich wieder auf das verkürzte Zungenbändchen. Und dann habe ich auch gelesen, dass man es je früher, dass man es so früh wie möglich durchschneiden soll, solange noch keine Nervenverbindungen in diesem Zungenbändchen halt bestehen. Und dann haben wir einen Termin beim Arzt gemacht und sind auch gleich ganz schnell dran gekommen. Und der hat das, wie gesagt, gleich auch beim ersten Termin dann durchgeschnitten. Und ja, so haben wir die Woche so ein bisschen was zu tun gehabt mit Benjamin. Ne? Der war dann natürlich auch dadurch, dass er dann nicht richtig getrunken hat, hat er Hunger gehabt die ersten Tage nach dem Schnitt und hat dann geweint die ganze Zeit und ich durfte ihn den ganzen Tag nur tragen und seinen Ärger dann sozusagen abkriegen, den er dann hatte in diesen paar Tagen. Aber jetzt hat er es eigentlich wieder recht gut drauf und ich würde fast behaupten, er
hat das schon überstanden. Ne? Und es ist sind noch so Kleinigkeiten, wo man merkt, dass er manchmal noch so den Druck verliert und sich verschluckt dann. Und, aber das ist nicht die Rede wert im Vergleich zu dem, wie es vorher war. Ja, jetzt schläft er hier in seinem Sitz. Der kleine Mann. Mein süßer Spatz, der ist schon so süß geworden. Der hat schon nicht mehr dieses Neugeborenen-Aussehen, sondern schon richtig dieses Baby-Aussehen. Oh, ich könnte ihn knutschen den ganzen Tag lang. Und der ist so lieb, ist so ein liebes Jungchen. Ne? Ja. Ich wüsste auch nicht, wie ich das sonst anders gepackt hätte, wenn er auch noch so ein anstrengendes Kind gewesen wäre. Aber zum Glück ist er ein ganz, ganz lieber und ruhiger Junge. Ja. Ja, so ihr Lieben, auf mich wartet jetzt die Küche, die muss gemacht werden und hier muss noch ein bisschen was zu Hause gemacht werden. Ich habe diese Woche wegen ihm, wie gesagt, nicht viel machen können und jetzt ist einiges liegen geblieben und ich muss das jetzt aufholen, so schnell wie möglich. Ich bin froh, dass Roman noch die Tage zu Hause mir geholfen hat, die ersten Wochen. Jetzt ist das aber auch bald vorbei, die schöne Zeit, denn er hat jetzt eine neue Arbeit gefunden. Am 1. November fängt er eine neue Arbeitsstelle an. Und ich bin ganz froh, dass er da zum Glück nur in einer Schicht arbeiten muss, nur Tagschicht. Denn bei ihm im Beruf ist es oft so, dass er in mehreren Schichten, oder in seinem Beruf wird oft in mehreren Schichten gearbeitet. Und wir haben gesucht und gesucht und jetzt hat er endlich was Gutes gefunden, wo er nur in einer Tagschicht arbeitet und Wochenende immer frei hat und eine gute Stelle ist. Er soll da eingearbeitet werden und nach ein paar Jahren soll er dann auch der Teamleiter werden, wenn alles klappt und gut läuft. Und er freut sich auf jeden Fall auf die neue Arbeit und ich freue mich für ihn, dass er was Schönes gefunden hat. Der Nachteil für mich ist dann natürlich, dass ich wieder zu Hause alleine bin und dass ich dass die ganze Arbeit wieder an mir alleine hängen bleibt. Ne? Ja, die schöne Zeit ist auch irgendwann mal vorbei. Ne? Ja, aber jetzt geht es erstmal daran, hier zu Hause wieder klar Schiff zu machen und bis die Kinder dann mittags nach Hause kommen, dass ich das Nötigste dann hier hoffentlich geschafft habe. Ich nehme euch dann so ein bisschen mit, könnt mich ja dabei ein bisschen begleiten. Hingefallen? Ja, hingefallen. Du hast Mama Arbeit gemacht. Nee, bleib sitzen auf dem Sofa. Ich mach das selber weg. Ja. Bleib sitzen auf der Bank. Mama macht das gleich selber weg.
ist jetzt sauber. Die Zeit ist aber schon ganz schnell vorangeschritten. Deswegen werde ich jetzt später weiter aufräumen. Und jetzt erstmal schnell was kochen. Die Kinder kommen nämlich gleich von der Schule. Solange Benjamin noch schläft, nutze ich die Möglichkeit. Roman hat Romy mitgenommen, um die Kinder abzuholen. Und ich habe jetzt Zeit, eben noch schnell was zu machen. Ich denke, ich mache jetzt ganz schnell eine Suppe. Es geht am schnellsten und mit Hülsenfrüchten irgendwas, Erbsen, Linsen oder so, was ich jetzt so auf die Schnelle finde. Jo. So, das Essen ist fertig. Wo ist Jana? Weiß ich nicht. So sieht es jetzt aus. Ich habe ein bisschen Kräuter noch drauf gemacht. Aber bei hier mir sind nicht. Noch ein paar Strudel von gestern, die habe ich noch ein bisschen angebraten. Ja? Und jetzt wird gegessen. Wie war es heute in der Schule? Gut. Gut? Alle gute Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Amen. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Benny braucht noch keinen eigenen Teller, der ist noch ein Milchtrinker. Also wir werden jetzt Mittag essen und dann geht es weiter in die Hausaufgaben, ja? Ja. Ich bin schon daran. Ja, machst du schon? Schon angefangen? Super. Ja. Schmeckt's gut? Mhm. Ja. Wir haben ganz vergessen, dass wir heute Jana von der Haltestelle abholen mussten. Roman ist jetzt schnell losgefahren, um sie von der Bahnhaltestelle abzuholen. Sie hat dienstags immer ein bisschen länger Unterricht und da fährt kein Schulbus um diese Uhrzeit, wenn Doch. Sie Schluss hat. Na, dann muss sie eine halbe Stunde warten, bis der Bus fährt. Nein. Doch. Janas Bus am Dienstag fährt eine Stunde früher, als er aus hat. Ja, eine Stunde früher. Und dann fährt er erstmal wieder eine halbe Stunde später nach ihrem Schulschluss. Dann fährt sie mal mit der Bahn dienstags, ne? Muss Papa sie vom Bahnhof abholen. Wir haben hier im nächsten Dorf eine kleine Bahnhofhaltestelle und da kommt sie dann an und dann holt er sie ab. Romy, ist lecker? Ja. Ja. Möchtest du noch, Sarah? Nein. Ich habe mich schon voll gemacht. Okay. Möchtest du noch, Philipp? Aber so lecker geschmeckt, Mama. Bist du satt? Ja. Mama hat aber so lecker geschmeckt. Das freut mich. Fängst du jetzt auch deine Hausaufgaben an? Lesen hast du jeden Tag auf. Flöte üben hast du auch jeden Tag auf. So, jetzt sind auch die Letzten zu Hause angekommen, ja? Und Jana, und bei Jana ist der Backenzahn raus. Ja, Jana hat heute in der Schule ihren Backenzahn rausgezogen. Zeig mal. Leute, hier ist er drin. Ich habe ihn gesehen, er ist voller Blut. Oh. Du sollst nur deine Lücke zeigen, nicht den Zahn. Da ist er raus, ja. Jetzt fühlt es sich gut an, wenn er raus ist. Wackelt nichts mehr, tut nichts mehr weh, ne?
Ja, na komm, essen jetzt. Kannst du denn essen jetzt? Ja. Ja, geht's? Mhm. Na komm, solange es noch nicht ganz kalt ist. Sarah möchte, dass ich auch gucke, ob sie einen Wackelzahn hat. Ne? Bei ihr fällt und fällt einfach der erste Zahn nicht raus, ja? Sie möchte auch so gerne einen Wackelzahn haben. Und wir gucken, ob da die Zähne wackeln. Die kleinen Zähnchen hier. Sind noch alle fest. Sarah hat so kleine Zähnchen, wie sie noch ein kleines Baby war. Und da oben? Hm? Oben? Da oben? Warte mal. Da sind auch noch alle fest, Sarah. Ja. Aber sei froh, dass du noch keine Wackelzähne hast. Das ist hast, eine ja? schreckliche Situation. Ja, Wackelzähne haben. Du schläfst Tag und Nacht allein ab und schläfst um 12 Uhr nachts erst ein. So wie ja. ich heute Nacht. Deswegen, die Wackelzähne kommen noch früh genug. Ja, freu dich, solange du noch keine Wackelzähne hast. Das ist schrecklich, Sarah. Wenn nicht, nimmt Papa die Zange. Ja. Oh, mein erster Zahn hat Papa mit der Schnur rausgezogen. Jetzt ist die ganze Küche geflogen. Gut, ihr Lieben, wir haben uns jetzt schön satt gegessen und gehen jetzt ins Nachmittagsprogramm, Hausaufgaben machen, lesen, üben, Flöte üben. Ja. Und dann machen wir unser Abendprogramm und dann ist der Tag auch schon wieder zu Ende, denn die Zeit, die fliegt jetzt, dadurch, dass die Tage jetzt so kurz geworden sind im Winter, da kommt man kaum noch dazu, das Nötigste zu machen, dann ist der Tag auch schon wieder zu Ende. Ja, euch danke ich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye, liebes Wort, tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ich will jetzt noch tschüss und du auch tschüss. 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 Und genau noch. Tschüss.